Venus-Orakel im Zeitraum von 20. bis 26. Juli 2018. 20. Juli ist Freitag und Freitag ist Venustag. Venus ist die Planet, die Liebe, vermittelt aber Frieden und Harmonie, Schönheit, Ästhetik, Kreativität und Kunst, diese Begabung, diese künstlerische Fähigkeiten und unterstützt Selbstständigen. Nach unserer westlichen Astrologie bewegt sich Venus in der Kreiszeichen Jungfrau. Ich beschäftige mich mit indischer Astrologie und sie haben eine andere Berechnung. Das vermittle ich auch in Tageshoroskopen. Und nach indischer Astrologie ist Venus noch im Löwe. Aber wir bleiben jetzt in westlichen Astrologie. Diese Jungfrau Venus unterstützt die Steinbockgeborenen und auch die Stiergeborenen, aber auch die Krebsgeborenen und Skorpiongeborenen. Kommt auch Hilfe für die Löwengeborenen und auch für die Wagengeborenen und spiegelt etwas für die Fischengeborenen. Und die Botschaft ist für die Fischengeborenen, schau in diesem Spiegel. Das spiegelt das Leben etwas. Nicht nur warten, sondern auf anderen zugehen, Interesse zeigen, Gefühle zeigen, die Verbindung suchen. Die Jungfrau Venus macht ein bisschen unsicher die Wiedergeborenen und die Wassermanngeborenen und schränkt ein die Zwillingsgeborenen und die Schützengeborenen. Und jetzt kommt die Legung, die Hauptthema gerade in die Liebepartnerschaft, steht in die Mitte. Die Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität ist die Münzen und die Münzen haben einen Bezug zu Erdeelement. Man möchte eine stabile Beziehung, das ist gerade der Wunsch. Aber man sollte daran noch arbeiten. Die, wo hier eher aktiv ist, das ist die Dame, der Mann wartet eher ab. Die Kommunikation, sollen wir offen über Gefühle sprechen oder sollen wir das ansprechen, dass wir eine feste Beziehung leben möchten? Die Kommunikation zeigt hier dieses Bild. Die Damen sollen schweigen und abwarten, geduldig zu sein, nichts sagen. Und wie ist das die Liebe? Also direkt in die Liebe, wie wirkt das? Alles, diese Energie, wir sollen, besonders trifft das die Damen, abwartend sein, fast eine meditative Haltung einnehmen, vorstellen den idealen Zustand und warten, bis sich dieser Mann kommt oder sich äußert oder über Gefühle spricht. Was macht dieser Mann? Kommt er entgegen? Ja, er kommt und zeigt Gefühl. Hier ist die Wasserelement und das hat eine Bedeutung. Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Er spricht von seinen Gefühlen. Die Damen sollen nur abwarten. Woran liegt das Glück? In die Weisheit, in die weiblichen Intuition liegt die Glück und besonders die Damen sollen das beherzigen. Und die Lernaufgabe? Die Lernaufgabe besteht daran, klare Entscheidungen treffen, aber nicht äußern. Ein Ja oder ein Nein, hopp oder top, aber noch nicht ansprechen. Und vor allem ist noch wichtig das Sehen, also diese Auge ist gebunden, das sollen wir verändern, wir sollen etwas klar und deutlich sehen und diese rosa-rote Brille ablehnen. Welche Veränderungen sind zum Erwarten? Das ist ein Wachstum. Von einem kleinen Baum wird ein großer Baum und von einem Kind wird erwachsen zu sein. Und das ist dieses Wachstum in die Liebe, Partnerschaft und das können wir vertrauen, weil das sind die Veränderungen. Welche Wünsche, Sehnsüchte ist spürbar?
Das sollen wir verinnerlichen, aber nicht sprechen, schweigen, was wir vorhaben, welche Wünsche wir haben. Und woran liegt die Kraft? Das ist ein Sieg. Wenn wir von Angst befreien, wenn wir wissen, was wir vorhaben, was wir erreichen möchten, daran liegt die Kraft, daran liegt die Sieg. Und das war die Orakel, diese Venus-Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.